was haben sie gesagt, als ich eine Folge aus Duel Universe hochgeladen habe, so ganz überraschend, was haben sie gesagt? Nicht etwa, ha, toll, Fleck, dass du wieder reinguckst, oder, Fleck, was machen denn die anderen so in Duel Universe? Nein, ja, da überschlage ich mich gleich mit der Stimme. Nein, sie haben gesagt, Mr. Fleck, crash doch mal deine Konstrukte, ist ja eh bald vorbei. Wir wollen alles kaputt gehen. Na gut, dann machen wir eben alles kaputt. Da übersteckt sich schon wieder meine Stimme. Ich werde jetzt mal ganz langsam sprechen, damit, oh Gott, damit ihr mich hören könnt und auch verstehen könnt. Da war schon wieder ein Und zu viel drin. Was ist los? Habe ich einen leichten Schlaganfall? Man weiß es nicht. So, ihr wollt meine Konstrukte crashen sehen, ja? Ihr wollt, gut, dann seht ihr sie halt crashen. Dann ist das halt so, ne? Ihr wollt natürlich hauptsächlich, nicht hier die kleinen, ihr wollt natürlich hauptsächlich die großen Konstrukte crashen sehen. Zum Beispiel die Stardust. Also crashen war natürlich die Stardust. Und ihr wollt ja auch nicht gegen irgendwas anderes gegen crashen sehen, also gegen ein anderes Konstrukt, sondern ihr wollt die Stardust auf den Planeten crashen sehen. Okay, euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, ja, ihr braucht auch gar nicht so zu tun, als würdet ihr euch jetzt freuen. So, da ist die Stardust, das ist schon mal gut. Your Link Container is now... Ja, das ist sehr schön. Warte mal, warte mal. Können wir jetzt hier irgendwie so ein bisschen Schub nach oben geben? Naja, so leidlich, ne? Okay. Ich würde mal sagen, wir crashen das Ding mal irgendwo rein. So. Ja, da wollen wir hin. So, bisschen Schub nach vorne. Ja, genau. So, bisschen weiter dahin. Schön fliegen. So machen wir das. Da kommt schon wieder irgendwie so eine Anzeige. So, wir lassen das Ding jetzt einfach mal, wir lassen das mal fallen hier. Das Ding brauchen wir ja eh nicht mehr. So, das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir stehen einfach mal auf. So. Und das Ding fällt jetzt wahrscheinlich gen Planeten runter. So, ich halte mal an. Mal gucken, ob es fällt. Nee, es fällt tatsächlich an. So, aber darum geht es ja gar nicht. Wir wollen ja hier die olle Stardust. Die wollt ihr auf dem Planeten crashen sehen. Ich hatte in der einen... Halt mal an. In dem einen Bild hatte mir der Balmung gesagt, er hätte hier irgendwo sein Schiff geparkt. Aber ich sehe es gerade nicht. Wo hat er denn angeblich sein Schiff geparkt? Ne, er hat es nicht geparkt. Also ich sehe es leider nicht. Das wollte er noch zeigen. Er hat aus Elite Dangerous ein Schiff nachgebaut. Aber keine Ahnung, wo er es hingepackt hat. Hier ist es jedenfalls nicht. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Wir wollen ja jetzt hier das Schiff crashen lassen. Und zwar überlege ich, ob ich dieses Ding da mal reinfliege. Wollen wir das mal kurz machen? So nach dem Motto, so als Beiboot. Anyone on Allied want a B for small warp capable, no cost. Aha, okay. Ich glaube, im Moment will gar keiner mehr irgendwas haben, lieber Kelvin, aber er hat ja auch gesagt, keine Kosten, weil das Spiel ist ja bald zu Ende. So, also zu Ende im Sinne von die Beta ist vorbei. Plong, gehen wir nochmal rein. Ging das hier überhaupt? Ja, das ging. So, pass auf, jetzt hebt der aus irgendeinem Grund komplett ab schon mal, keine Ahnung warum. So, und wir werden das Beiboot jetzt mal da oben reinfliegen. Und dann, wenn schon, denn schon, dann stürzen wir komplett ab. Boah! Was fliegt der denn hier? Irgendwie konnte man auch lateral die Triebwerke, konnte man lateral Stoff geben. Ich weiß nur nicht wie. So. Warte mal, ich muss mal ganz kurz... So, jetzt sind wir abgehoben. Ist total abgehoben, Fleck. Ich weiß nicht mehr, wie die Lateraltriebwerke gingen. Das ist mir komplett unklar. Deswegen fliege ich jetzt gerade so ein bisschen... Wie gingen die seitlichen Triebwerke? Wo hänge ich denn jetzt dran? An irgendwas hänge ich. Irgendwas hänge ich. Warte mal. Nochmal Stopp. Toggle, Momentum. Warte mal. Alt R. Wie war denn das? Hovering... Rocket Engines, Anti-Gravity, Strafe, Alt und D und das. Wie soll man sich denn das merken? Alt und A und D. So, ein bisschen Schub nach rechts. So. Ich komme da irgendwie nicht rein. Ich hänge hier gerade fest an dem Ding. Kann das sein? An irgendwas hänge ich fest.
Alarm, you are not allowed to dock to this construct. Warum nicht? Das sind beides meine Schiffe. Da haben sie auch irgendwas geändert. Ich kann da nicht reinfliegen. Also früher konnte ich da reinfliegen. Flieg doch mal da rein. Warum? Das sind beides meine Konstrukte. Warum darf ich die nicht... You are not allowed. Warum nicht? Okay, irgendwas haben sie daran geändert. Dann ignorieren wir das halt mal. Dann fliegen wir halt... Ja, ich weiß. Dann fliegen wir halt die Stardust alleine runter. Also sie haben viele Sachen geändert. Ihr habt mir auch erzählt, was sie alles geändert haben. Also sie haben so wohl etwas, das habt ihr mir erzählt, an den... sieht nicht gut aus, der kuschelt da so ein bisschen. Sie haben wohl etwas geändert an den Schematics. Das heißt, man kann nur noch eine bestimmte Anzahl von Sachen herstellen. Sie haben wohl geändert, dass man nicht mehr überall minen kann, also auf Planeten. Also nicht nur nicht mehr überall, sondern gar nicht mehr, also nur noch Oberfläche. Also sie haben wohl eine Menge geändert und unter anderem haben sie offenbar auch geändert, dass hier irgendwie rückwärts fliegen mit dem Ding. Warte mal, wie fliegen wir denn rückwärts mit dem Ding? Strafe, wie war denn Strafe rückwärts? Strafe rückwärts geht nicht. Warp Drive, Basic Controls. Wie straft man rückwärts? Ach, ich dreh die Kiste jetzt einfach, ist mir Wumpe. Geht nicht. Kann sie nicht drehen. Kann auch keinen Schub geben. Doch, Schub geben kann ich nach oben. Komm. Ah, nach oben geht es. Okay, alles cool. So, jetzt treibt da das eine Schiff weg. Das soll uns jetzt mal egal sein. So, jetzt kann man auch drehen. Er hat sich einfach nur verhakt gehabt. So, und jetzt lassen wir dieses Ding auf dem Planeten abstürzen. Und zwar hatte ich das Schiff ja so gebaut, wer sich noch daran erinnern konnte, hatte ich das Schiff ja so gebaut, dass... So. Dass wir es in die Horizontale kippen konnten. Warte mal, wie ging denn das nochmal? Also im Moment ist es ja... Na, wobei, im Moment ist es im Horizontalflug. Irgendwie ging das, dass man... War das das hier? Mal kurz gucken. Ja, das war's. Okay. Wo gucke ich denn hin? Achso, ja, ich gucke richtig. So, das ist jetzt quasi der Flugmodus. Und jetzt geben die Haupttriebwerke Schub. Ich gucke jetzt quasi in Richtung Ringwulst. Es wird ein furchtbares Unglück geben, aber das ist euch ja egal. Ist euch ja egal, dass es ein furchtbares Unglück gibt. So, fliegen wir auf den Planeten zu irgendwie, ja, ne? Ja. So, 1000 müsste reichen. Wir haben Schmackes drauf. Ich sag jetzt mal Tschüss. Oh, das ging ja ganz schön schnell. Also das ist der Normalflugmodus. Das ist mit dem wir gucken quasi in Richtung Ringwulst. Da ist vorne, wo ich jetzt hingucke. Es ist natürlich schade, dass Nacht ist, aber mein Gott, rumsen tut's auf jeden Fall. Was mich mal persönlich interessieren würde, was haben wir da? Insufficient Space Low Altitude Lift Atmospheric Flight Engine Insufficient. Okay, irgendwas ist zu wenig, aber ich habe natürlich auch alle meine... Das haben sie auch irgendwann gemacht. Sie haben irgendwann die ganzen Skillpunkte zurückgesetzt und irgendwie sind die natürlich... Wollen wir eigentlich da unten einschlagen? Warte mal. Wenn, dann wollen wir so einschlagen. Ich mach mal Folgendes. So vielleicht. So. Dass man ein bisschen darüber fliegt, in Richtung Sonne. Das war vielleicht, wenn dann... Ich weiß gar nicht, ob man das überleben kann. Ist mir komplett unklar. Welchen Schmackes haben wir drauf? 1400. So, wir wollen ja auf der Tagseite einschlagen, ne? Kann man das... Ich will das natürlich sehen, wie ich einschlage. Und deswegen nähern wir uns der Oberfläche. Ich weiß es nicht. Ich versuche gerade zu sehen, wo der Pfeil hin zeigt. Ich glaube, so ist gut. So ist fein. So, wir haben 2500 drauf. Das müsste reichen für einen geflissentlichen Einschlag.
ich werde sowas von sterben. Der Nodexus hat übrigens unter dem letzten Video kommentiert, hat gesagt, hey Mr. Fleck, in der Tat haben wir noch ein bisschen weiter gebaut. Also außer dieser Stolpertruppe-Basis, dieser Täter, keine Ahnung wie sie hieß. Wir haben nur woanders gebaut, weil es Probleme mit den Rechten gab, mit den Rechten auf die Kerne. Und insofern, oh, das gibt einen riesen Einschlag. Das gibt einen gewaltigen Einschlag. Aber ich lasse mal so laufen. Ich glaube, man konnte es überleben, wenn man aufsteht, oder? Wenn man aufsteht und da drin herumläuft. Pass mal auf, wir machen das mal wie folgt. Ich richte mal den Hangar in Flugrichtung aus. Sieht bestimmt toll aus. So, jetzt sehen wir nämlich, wo wir hinfallen oder stürzen. So. So, pass auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt machen wir mal hier. So, jetzt gehen wir mal. Stehen wir mal auf. Was ist das für ein Alarm? Hört ihr das? Ich höre da was rumpeln. Ich gehe mal hoch in den Hangar. Achievement. Was habe ich denn rewarded? Hört ihr den Alarm? Oh, wir haben leichte Glüheffekte. Houston, es glüht ein bisschen. Naja, ein bisschen Schwund ist immer. So, also der Planet kommt merklich näher. Ich glaube, wir haben das Glühen überstanden. Wie ihr seht, ja, wenn wir da oben mal gucken, dass wir jetzt auf den Kopf einschlagen, ist vielleicht nicht so lustig, aber hey, komm, ein bisschen Schwund. Was ich mich jetzt frage, wenn ich jetzt, wie weit kann ich hier rausgehen, ohne dass ich sterbe? Wir wissen es nicht. Wie hoch sind wir? Wir wissen es nicht. Oha, kann ich hier raus? Ich glaube ja. Ganz vorsichtig. Ah, ich würde sagen, wir nähern uns der Planetenoberfläche. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es überlebe. Wir werden es sehen. La la la, la la la. Hallo Planetenoberfläche. Schön, dass wir dich so sehen dürfen, wie du bist. Ja, ich würde sagen, wir nähern ihr uns. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Physik endet. Ich kann mich an keine, doch, ich kann mich noch an Crash erinnern, als der Skorak seine Skorak-Wende flog. Ach, das waren noch Zeiten. Oha. War schön mit euch. Da hat es kurz geruckelt. Oh Gott, es kommt merklich näher. Merklich kommt es näher. Ist halt lächerlich. Ich dachte, das gibt einen ordentlichen Rumpf. Da hat er noch nicht mal was gescheppert. Nichts ist passiert. Sie rollt ein bisschen. Ist irgendwas kaputt gegangen? Da oben jedenfalls nicht. Dem Schiff geht's blendend. Da ist nichts kaputt gegangen. Ich tendiere jetzt dazu, voll in die Stolpertruppe Basis rein zu ömmeln. Da ist ja Janisch kaputt gegangen. Also sie ist schon merklich abgestürzt, oder? Und nein, sie hat keine Schilde, bevor man sich hier fragt. So. Dem geht's gut, dem Schiff. Use Construct instead. Konsole. Warning Message. Achso, ja, keine Ahnung. Ich starte mal, ja. Also, dem Schiff geht's entweder blendend oder keine Ahnung, was passiert ist. Ich starte mal wieder. Lächerlich.
Da ist überhaupt nichts kaputt gegangen. Ich bin, glaube ich, oben auf die Spitze gefallen. Haben sie den Schaden rausgenommen? Ich crash jetzt mal mit vollem Karacho in die Stolpertruppe. Mach das jetzt mal. Also in die Basis da hinten. Welchen Schmackes haben wir drauf? So. Wo ist denn das Ziel? Da ist es. Okay, hab's gefunden. Ist gut. Warum hebt er denn jetzt nicht ab? Wir haben noch genug. Willst du denn? Heb ab jetzt! Oder ist doch was kaputt gegangen? Ne, jetzt nimmt er langsam an Geschwindigkeit zu. Sie benimmt sich etwas merkwürdig. Vielleicht doch was kaputt gegangen, weiß es nicht. So, jetzt, ich glaube, jetzt mussten erst die All-Raketen, also die Space Engines mussten anspringen. So, da wollen wir hin. Oh, ist ein bisschen, naja, glühen ist immer okay, ne, es glüht ein bisschen. Aber der Aufschlag auf dem Planeten hat sie irgendwie nicht gestört. So, da wollen wir hin. Hör auf, hier rum zu randalieren. Genau da, wo wir hin. Fliegen wir schon oder ich halte mal kurz an? Mal kurz anhalten. Wir müssen mal kurz in die grobe Richtung fliegen. Also ich krache jetzt noch mal voll in dieses Konstrukt da. Ich hoffe, ich treffe. Mal so eine Sache. Ja, wartet mal. Moment. So, jetzt sind wir nämlich wieder in diesem Flugmodus. So. Sind wir schon auf Null runter? Ne, noch nicht. In die Richtung wollen wir beschleunigen. Da ist das Ziel. 9 und irgendwas Kilometer. So, gib Schub, Dicke. Gibt der Schub? Ja, der Geschwindigkeitsvektor verändert sich. Ruckelnderweise. Naja, es funktioniert schon irgendwie. Ich will das Ding jetzt kaputt kriegen. Kann ja nicht sein, dass die... Also, soweit ich mich erinnern kann, als Skorak eine Skorak-Wende geflogen ist, da ist das Ding durchaus richtig kaputt gegangen. Wir sind ja da aufgesetzt auf dem Planeten und da ist das kaputt gegangen. Irgendwann hatten sie das mal ausgemacht, aber... Weiß ich nicht, ob sie es jetzt wieder ausgemacht haben. Fliege ich auf die richtige... Naja, fliege ich richtig. So, nochmal kurz anhalten. ...4000 haben wir drauf. Ich bremse mal ein bisschen. Und dann... Es müsste ja reichen, wenn wir da mit 500 oder mit 1000 Meter pro Sekunde oder km/h reinscheppern. Es müsste ja genug kaputt gehen. So. Ich brauche so ein Zielfadenkreuz oder so. So sind wir genau daneben. Ungefähr so, oder? Lass mal kurz gucken. Kann man sich irgendwie auf das Ziel ausrichten? Ich bin mir nicht sicher.
probieren wir es mal. Wir wollen kaputt gehen. Schadensmodell, wo bist du? Muss doch funktionieren. So, ein bisschen rüber da, komm. Ah, ich glaube, wir schießen drunter durch, ne? Ja. Nochmal kurz anhalten. 12 Kilometer. Wie zielen wir da am besten? So, jetzt müssten wir es eigentlich schon sehen. 7 Kilometer. Wo ist es? Wo ist das Ziel? Da. Ein bisschen gebraucht, bis es spawnt. So, ich kann natürlich mal, warte mal, machen wir mal so. Wo ist denn das Ziel? Da oben. Ach so, ja, logischerweise da oben. So, treffe ich jetzt? Ich muss mal kurz gucken. Eigentlich schon. Eigentlich müsste ich so treffen. Oh, komm, gib mal Schub. Ich will irgendwas treffen. km/h, 300 km/h und 1000 km/h, komm. Daneben. Daneben. Das kriegen wir nochmal hin. Warte mal. Moment. Ich will das Ding jetzt treffen. So, 900, 800. So. Ich fliege jetzt mal ein bisschen näher ran. Ich brauch so eine Art Fadenkreuz oder so. Müsste ja direkt über mir sein, warte mal. Da ist es. So, wenn ich direkt hoch gucke. Schon, wenn ich direkt hoch gucke, da müsste ich treffen, oder? So, so vielleicht. Nochmal. So, jetzt gucke ich allerdings ein bisschen. Ich gebe erstmal ein bisschen Stoff und guck mal. Triff jetzt. Ich gehe erstmal auf 3 Kilometer und dann nehme ich mal Anlauf. Dann rumse ich mal irgendwo gegen. Anhalten, geht ja schon wieder daneben. Ich treffe da noch. Ich meine, die Platte hier, die ist ja groß genug hier. 6, 5, 4. So, 3. So, da, das müsste ich jetzt treffen, oder? Hier, diesen großen Würfel da. Entschuldigung, wem auch immer der gehört. So, nochmal zielen. Warte mal. So, also. Lateral stimmt schon.
Also. Und das stimmt auch. Komm, das triffst du ja jetzt. Hochschrotteln. Ja, 200. 300. 400. Na bitte. Geht doch. Putschumhenker bin ich jetzt. Ist die Frage, ne? Wo bin ich jetzt? You died. Danke für die Info. Oh, zum Henker. Nein. Ich will doch. Verdammt. Jetzt bin ich auf dem irgendeinem Heimatplaneten hier. Ich brauche einen VR-Pod. Warte mal, wie geht das? Wo ist der nächste VR-Pod? Ich brauche einen VR-Pod. Ist ja kaputt gemacht, aber ich weiß nicht. Build a new hope for humanity. Racer, Blueprint, Speeder, Racer. Nein, ich will einen VR-Pod. Das nehme ich auch. Exit. Wo zum Henker ist in diesem Saustall der VR-Pod? Hier ist das so aufgeräumt. Das kenne ich ehrlich gesagt nicht von dem Spiel. Normalerweise müsste hier alles voll Konstrukte stehen. Ich bin auf Elliot. Kann das sein? Ich bin auf Elliot. Warum bin ich auf Elliot? I ist das aufgeräumt. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Na, wobei, da steht was. Licht. Ja. Das Licht funktioniert ja auch mal besser. Ich guck mal, ob ich hier einen VR-Pod finde und dazu dieser... Ob die Stardust wohl noch ihren... Ich will ja zumindest mal gucken, ob sie noch existiert. Wo sind die da? Sind die VR-Pods? Guck mal. So. So, Stardust 2 war das. Star. Warte mal. Stardust. Offenbar habe ich ihn ganz kaputt gemacht. Tethys. Wie hießen die? Theta, oder? Ne? Theta. Nee. Tethys. Auch nicht. Machen wir mal anders. Wir gucken mal ganz kurz. Moment. Wir schauen kurz auf die Map in meine Konstrukte. Fleck Aeronautics, Fleck Haven, Honeybee, Stardust, Stardust. Die haben natürlich alle keinen. Der kleine Warp-Drache. Ist die Stardust noch vorhanden? Die Stardust ist zumindest noch irgendwie in irgendeiner Form vorhanden. So, warte mal, gucken. Das muss ja, irgendwo muss das Ding ja noch... Oder was? Theta? Theta, nein. Stardust 2. Gibt's auch nicht. Verdammt! Wie hieß denn die Raumstation jetzt? Current Distanz. Kann man nicht nach Distanz sortieren? Warte mal, wir können ja mal nach Distanz sortieren. Das müsste ja, warte mal, sortier doch mal nach Distanz. Ach, jetzt sortiert er die ganze. Oh Gott, das ist ja, sind ja tonnenweise. Sind ja tonnenweise. Warte mal, dann sortieren wir mal in die andere Richtung. Geht das? Wie weit ist denn das bitte weg? So. Das ist auch nicht besser, ne? 157 müsste die Distanz sein. Location. Warte mal. Die Location ist... Warte mal, ich muss mal kurz... Irgendwie muss man das Ding erfinden. System. TARDIS. TARDIS. Bei TARDIS war das Ding. Warte mal. TARDIS. Ist schon besser.
Warte mal, sortieren wir mal hier. Ey, Moment, ich habe nach TARDIS sortiert, du Nase. Da ist aber nichts. TARDIS. MFST TARDIS Prime. Wo komme ich da jetzt raus? Eventuell komme ich jetzt bei der zweiten, Location raus. Connecting. Surrogate for Air Station. Haben wir irgendwo einen Ladebalken? Nein. Ich bin gespannt, wo ich rauskomme. Gib mir. Das kenne ich nicht. Es deuchtet mir auch, als wären wir auf einem Planeten. Kann das sein? Was hat er denn hier gebaut? Augenscheinlich ist es eine Todesfalle. Wo lande ich? Wo befinden wir uns? Das ist irgendwas ganz anderes, ne? Nee, wir sind über dem Planeten. Wir sind schon über dem Planeten. Ich habe aber den Verdacht, wir sind hier. Oh Gott. So. Wir sind hier im Schwerefeld des Planeten, wie wir unschwer erkennen können, 0,2G. Aber wir sind nicht da, wo wir sein sollten. Dann gucken wir mal weiter. Moment, Exit. Ich probiere das jetzt aus. Das muss ja irgendwie gehen. Also MFST ist TARDIS Prime. Das ist irgendwas mit der Stolpertruppe, irgendwas anderes von der Stolpertruppe. Aber TARDIS war schon mal eine gute. Ob man hier nach TARDIS Location. Ah, geh noch mal raus. So. Location Showroom. Nee, das können wir auch nicht. So, das heißt TARDIS. Das war ja schon mal gut. War ja schon mal gut. Spielwiese, was ist das? TARDIS Ground Spielwiese. Die TARDIS Station. Teleportiere mich da jetzt mal hin. Was ist das? TARDIS Feli Space. Nee, das ist komplett falsch. Ich guck nochmal nach. Ich meine, ist ja auch nicht schlecht, wenn man so mal. Meine Konstrukte sind alle so 154,90. 154,90, okay. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. 154,90. 154,90. Also TARDIS. 154,90. 154, aber hier machen wir keine 154,56, schon mal gar nicht mal schlecht. Da, was ist das? TARDIS Alpha, das ist es. So, jetzt haben wir es. Mann, was ein Akt. So, da müssten wir jetzt die Überreste der. Ja, hier sind wir richtig. So, wo ist jetzt der Rest vom Schützenfest? Ach, hier kommt man nicht raus. Wo ist denn jetzt hier wo kann man denn hier rausspringen? Warning! Yes. So, wo ist die?
Wo ist die Stardust? Wo habe ich die gegen geknallt? Gegen irgendeinen großen Würfel. Da ist sie! So, also wie ihr gesehen habt, es hat zwar ordentlich gerumst, aber... Es hat ordentlich gerumst, aber ich weiß nicht, wo man... Die Schäden sieht man, glaube ich, nur in... Also die sieht man, glaube ich, nur intern. Aber wobei, da ist natürlich ein bisschen was kaputt hier, wie man sieht, ja? Da ist alles kaputt. Also die ganzen Antriebe auf der rechten Seite. Ja, 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 da ist alles im Eimer. Aber die Voxel gehen nicht kaputt, oder? Hör auf, dich zu drehen. Ja, Houston, wir haben Probleme. Nein, es stürzt ab. Wo will es hin? Hier geblieben. Da qualmt auch was. Ich versuche mal... Also es ist was kaputt, aber die Voxel gehen, glaube ich, nicht kaputt. Ne? Es gehen, glaube ich, nur die Geräte kaputt. Jetzt trudelt es, glaube ich, da qualmt auch irgendwas. Jetzt trudelt es, glaube ich, gen Oberfläche. Boah. Komme ich da irgendwie rein? Lass mal kurz gucken. Jetzt hat mich das Ding irgendwie aufgenommen. Also ich bin jetzt quasi Teil des Konstrukts. Warte mal, ich versuche mal... Hier geblieben. Hör auf, hier rum zu. Rein da. Plong, Jetpack on, off. Kann sein, dass die künstliche Schwerkraft kaputt ist. So, jetzt habe ich die. Jetzt habe ich quasi absichtlich künstliche Schwerkraft. Ah, okay. Also ein Problem dürfte sein. Ein Problem ist, es ist, glaube ich, noch im Horizontalmodus. Deswegen bewegt sich es jetzt gerade so merkwürdig. Ja, auf jeden Fall, man kriegt es kaputt, auch wenn es jetzt wahrscheinlich gen. Ja, da ist die Raumstation. Es trudelt jetzt so langsam gen Boden. Und da wird es dann irgendwann einschlagen. Das gute Stück. Aber zumindest haben wir jetzt euer... Wo ist denn die TARDIS? Jetzt haben wir eure Neugier befriedigt, was passiert, wenn man irgendwo gegenfliegt. Also die Voxel gehen scheinbar nicht kaputt, sondern es gehen nur die Geräte kaputt. Ich glaube, mich auch daran erinnern zu können. Ne? So war das irgendwie. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber ich glaube sonst... Also es wird nie so Space Engineering krachen. Das wird wahrscheinlich nie passieren. Wir können jetzt nochmal eins unserer letzten Konstrukte irgendwo reinscheppern lassen. Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal bei demjenigen, wo ich hier reingekracht bin. Ah, da ist da. Warte mal, da ist mein... Die Honeybee können wir ja aus irgendeinem Grund nicht fliegen, weil die Honeybee kaputt ist. Und das andere Schiff habe ich, glaube ich, jetzt hier irgendwo. Das ist... weggetrudelt, keine Ahnung. Wir können ja nochmal einen letzten Versuch bei der Honeybee machen. Tschüss, liebes Schiff. Aber ich glaube, die Honeybee funktioniert nicht. Bäh. Super, jetzt bin ich hier runtergefallen. Wartet mal. So. Da kann ich nicht rein, weil... ich ein Surrogate bin, alles klar, okay. So, ja, also, das, ich hoffe, da haben wir eure Neugier auch noch befriedigt, was passiert, wenn man crasht. Also auf dem Planeten passiert scheinbar nichts, was ein bisschen schade ist. Und, also, da ist so richtig Physik-Engine ist nicht, und wenn man irgendwo gegen irgendein anderes Konstrukt fliegt, dann gehen hauptsächlich Komponenten kaputt, aber nicht die Voxel, wie ihr gesehen habt. Und ich denke mal, jetzt sehen wir uns aber wirklich erst am 27. wieder, wenn das Ding hier in die Release-Kandidaten geht. Und das dürfte eine sehr interessante Sache sein. Ich sage danke fürs Zusehen. Euer Mr. Fleck, experimentierenderweise aus Dual Universe aus den letzten Tagen der Beta.